Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gran Turismo 2 auf der PlayStation 1. Und ja, letztens, wir haben schon einiges gemacht hier. Ich glaube, als letztes haben wir die AZ1 Trophäe gemacht. Und ja, schauen wir sonst mal, was wir so noch für Rennen übrig haben und welche wir eigentlich machen könnten, gleich jetzt. Also von der GT-Serie haben wir jetzt britische Meisterschaft noch. Da könnte ich sicher an ein paar Orten teilnehmen. Mit dem blöden DB7. Ja, blöd, weil das Auto ist wirklich nicht gut. Ja gut, an einem Rennen kann man teilnehmen. Okay. Immerhin an einem Rennen. Und zwar beim Trial Mountain hier das letzte. Da können wir teilnehmen, aber ansonsten habe ich ja einfach zu viele PS dafür. Oder Brake Horsepower oder Horsepower oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Ja, heute ist der 9.8.2018. Und das ist schon ein echter Maßdatum, die letzte Aufnahme von Gran Turismo 2 ist eigentlich nur bis vom Montag. Eigentlich schräg, dass ich schon wieder aufnehme, aber ich habe ja Ferien, also habe ich Zeit. Muss mir noch überlegen, was ich kochen sollte heute oder morgen. Muss mal schauen, wie viel übrig bleibt. Das ist etwas, das ein bisschen in Zeitlupe abläuft. Also dieses Auto ist grausam schwach. Für die Pferdestärken, die es hat, ist es grausam schwach. Und braucht unbedingt Getriebe. Ja, ist ja schön und gut, wenn man so übersetzt ist, dass man für diese Strecke gerade genug Geschwindigkeit hat. Aber wie man hier sieht, ich habe nicht mal gegen den Jaguar eine Chance, geschweige denn gegen die TVRs oder so. So hat das wirklich alles andere als gut. Also, obwohl es an der PS-Grenze kratzt. Notabene. Aber ich habe schlicht keine Chance, das Auto ist einfach viel zu scheiße dafür. Nicht den Hauch einer Chance, obwohl das Auto wirklich an der 390 oder an der 400 PS-Marke kratzt. Aber es ist einfach so schlecht, dass ich damit keinen Blumentopf geben kann. Super gemacht, erst einmal. Ich habe ein Auto gebaut, das echt scheiße ist. Der DB9 wiederum ist super. Aber der DB7, bäh. Ich habe mal von einem Typen sagen hören, der Aston Martin macht die schönsten Autos. Ich habe nur entgegnet, jedes Auto sieht genau gleich aus. Ich glaube, ganz unrecht habe ich damit auch nicht. Ah, komm schon! Das Auto ist so furchtbar, ernsthaft, also. Bäh! Nicht nur, dass es extrem langsam ist für die Leistung, die es hat. Und es ist auch noch schlecht im Handling. Also ernsthaft, das geht so nicht. Dem muss ich mal Manieren beibringen. Und das, ja, wenn ich ihn schon Manieren beibringe, dann kann ich ihn eigentlich dann auch behalten.
So, erstmal das Wichtigste hier, maßgestaltetes Getriebe, damit er auch ein bisschen schneller als die 220 fährt. Was haben wir noch? Harte Reifen, harte Rennreifen, um genau zu sein. Das wird ihm die Faxen austreiben. Ups, wollte eigentlich nicht so speziell rennen, sondern hier. Meine Güte, ist das Auto schlecht. So, jetzt erstmal das Getriebe anpassen hier. Da gehen wir mal auf Level 11. Jetzt machen wir zuerst eine Testfahrt, um zu schauen, ob das Auto wirklich gut ist, so wie es eingestellt ist. Ja, das kann ich jetzt schon sagen, der fährt viel schneller. Und durch die Reifen noch viel besser in der Kurve. Nicht viel besser, aber einiges besser. Ja, schon viel besser. Ist zwar immer noch nicht schnell vom Topspeed her, aber jetzt für diese Strecke reicht das bei weitem. Also, jetzt auf ins Rennen. Ja, jetzt geht's schon viel besser. Obwohl der Griff das gar nicht so sieht. Der will nicht verlieren. So muss ein Auto abgestimmt sein, so nicht anders. Eigentlich traue ich das für den. Du hast sowas machen musst, damit der fahrbar wird. Aber gut, wenn ich so einen Fehler baue in den letzten Minuten, dann kann ich den Sieg auch vergessen. Dann helfen auch die Reifen und das Getriebe nichts.
Okay, vielleicht sind das auch keine Hefezeiten, sondern Cameras. Aber die Cabrio-Version ist was die Cabrio-Version als Camera wäre. Wenn ich so noch gut durch die Schikane komme, dann hätte ich es. Hoffentlich. Nee, immer noch nicht gut, aber zumindest viel besser als beim letzten Mal. Erst eine Primera. Kein Griffit. Das Auto ist richtig schlecht. Der DB7 in diesem Spiel ist einfach wirklich eine Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Dass ich zuerst 7000, dass ich erst so viel Geld ausgeben muss, damit er einigermaßen fahrbar ist, ist eigentlich traurig. Das ist ein Sportwagen, verdammt. Ein Sportwagen sollte sich nicht so verhalten, sollte nicht so herumturnen, sage ich jetzt mal. Na gut, schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Europa-Serie und Pazifik-Serie. Zuerst mal in der Europa-Serie, mal schauen, was wir da so für Gegner haben. Also mit CS-Benz AMG 55, Luxus Prix, Tivia Cabra, Rouge BTR, X3R, S8, DB7. Der wird wahrscheinlich abgehängt werden. Trotzdem mal versuchen. Mal schauen, ob ich ein europäisches Auto habe, das stärker ist als dieses. Oder zumindest es sich einfacher steuern lässt. Mit dem R390 kann ich viel reißen. Nö, ich habe sonst kein Auto. Gut, dann versuche ich es erstmal mit dem hier. Der ist ja ziemlich gut. Zwar auch nur sehr wenige PS. Aber durchaus gut genug, um bei der GT-Serie da eigentlich gut abzuschneiden. Und zwar bei der Pazifik-Serie. Da brauchst du auch ein bisschen weniger PS. Ach so, okay. Interessant. Moment nochmal. Was haben wir noch so? Italienische Meisterschaft. Shortcuts Rom. Ah, komm schon. Wobei. Nee, ich mach's anders. Teststadt. Da ich sowieso ein Auto brauche, und zwar ein gutes, gehen wir erstmal hier hin. Weil entweder ein Alpha 155 muss her oder ein 156. Weil es gibt die 155 und 156 Trophäe. Können wir kurz schauen. Ja, gibt es. Da haben wir einerseits den Alfa Romeo 155. 147, also 150 PS und 1300 Kilo schwer. Leicht, was auch immer. Dann haben wir den 156, der ist leichter, das überrascht mich.
Und zu guter Letzt haben wir noch den V6. Ist wieder ein bisschen schwerer, aber dafür stärker von der PS-Anzahl her. Den nehme ich, der gefällt mir, den finde ich schön. Gut, jetzt habe ich überhaupt kein Geld mehr. Aber damit kann ich hier schon mal das hier abschließen. Danach kann ich bei den Italienern mal mitfahren. Dann kann ich noch weiterschauen. Grand Valley Speedway habe ich erwischt. Fahren wir das doch. Auch wenn Grand Valley Speedway nicht zu meinen Lieblingsstrecken gehört, aber das hat man ja schon ein paar Mal von mir gehört. Mindestens ist die Vorwärtsvariante. Zeitlupen gehabt. Tritt leider immer öfters auf. Man will da unbedingt reinstechen. Fahren, wie ich will. Irgendwann komme ich schon noch an euch vorbei. Meine Güte, hört mal auf, hier alle überall reinzustecken. Langsam lustig über mich, habe ich das Gefühl. Und schon wieder bin ich die Kühlung los. Sein muss.
das sollte jetzt für den Sieg reichen. Wäre überrascht, wenn das nicht so sein würde. Saisongetriebe, das ist noch interessant. Also 156, 2.0, 2.5, 2.5 und 2.15. Interessant. Dann ist dieses Rennen jetzt auch durchgekotzt. Und dann kann ich mich mal an die italienischen Rennen versuchen.